Yo, ich habe gerade noch einen niceen, heißen Tipp gekriegt von der Vanessa, die bei den Kaffeemachern arbeitet hier im Bahnhofsgebäude. Direkt gegenüber auf der anderen Seite gibt es einen Laden, der heißt Backwaren Outlet. Die sind anscheinend ziemlich cool unterwegs, die retten Food, also hauptsächlich Backwaren und auch andere Snacks und verkaufen es zu einem fairen Preis. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht das erste Mal was gefunden, wo man ein Schnäppchen noch abchecken kann. Ich bin mega gespannt, ich gehe jetzt mal rein. Die haben auch gerettetes Obst und Gemüse. Los geht's! Einfach ein kompletter Laden, der die ganzen Lebensmittel aus der Umgebung rettet. Finde ich richtig, richtig cool. Es sind sehr, sehr sympathische Menschen hier. 26 oder 29 Leute, die ehrenamtlich hier arbeiten. Eines von drei Unternehmen, die diese Food Recycling Zero Waste Geschichte hier in der Schweiz überhaupt machen. Der Berto und die Ursula, die haben das Ganze hier ins Leben gerufen. Und die Sachen sind immer vom Vortag bzw. noch vom selben Abend. Und werden dann hier quasi eingesammelt und es gibt die Möglichkeit, dass ihr hierher kommen könnt und einfach euch die Sachen zum halben Preis. Ab wie viel Uhr gebt ihr die Sachen dann weg? Ab 19 Uhr? Von Montag bis Freitag und am Samstag um 18 Uhr. Wenn man Rübi-Stübis nennt. Ja. Rübi-Stübis, habt ihr das schon mal gehört, ey? Was heißt Rübi-Stübis? Ich glaube, das heißt was hier so alles. Alles raus. So, okay. Geil. Ja, man lernt immer wieder neue Sprüche hier in der schönen Schweiz. Voll geil. Also ihr könnt dann quasi ab 19 Uhr unter der Woche und ab 18 Uhr am Samstag vorbeikommen und hier euch die Sachen einpacken lassen. Das ist dann ein bisschen wie auf dem Bazar. Da wird dann alles über den Tresen gegeben. Ich habe natürlich gleich mal geshoppt. Eine nice Mango. Hier gibt es eine indische Dame, die bereitet indisches Essen hier vor. Jeden Tag, oder? Jeden zweiten Tag. Hammergeil. Genauso wie hier ist noch jemand aus Bali, die macht diese riesen Frühlingsrollen hier. Da kann man 10 Stück für 15 Schweizer Franken kaufen. Hier kann man gut, einfach, preiswert essen. Nicht nur fett werden, sondern auch was Gutes machen und ein bisschen die Lebensmittel, die sonst weggeschmissen werden, verwerten. Genial. Ich habe jetzt hier mal noch den Patrick für euch. Der Patrick hat für euch mal das Ganze ein bisschen zusammengefasst, was das Nice hier am Konzept ist, was er so macht und schaut sich einfach mal an. Ziemlich cooler Dude. Gönnt euch. Servus. Hallo, hi. Wer bist denn du? Ich bin der Patrick.